Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die mit Jule. Einen schönen Sonntag, hallo. Na? 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 So, ja, wir sind wieder da. Da, jetzt geht's weiter. Jetzt können wir loslegen. Neue Aufnahmesession. Jule will unbedingt vorproduzieren, weil Jule ist demnächst weg. Ja. Jule ist demnächst weg. Ach, Party. Genau, Jule macht Party und Jones hat 2 Tage sturmfreie Bude. Hi. So sieht's aus. Ja. So, wir hatten, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, genau, einen Zementmischer hergestellt. Mhm. Und wir wollten diesmal ein bisschen wegen der Blutnacht hier vielleicht drüben in die Feuerwache mal rein, dass wir eventuell doch noch das Feuer da nutzen. Oh, Horde. 2, 4, 6, 8, 9. Draußen. 10. Da ist noch einer aus der Kanalisation gehoppelt. Okay. Jo, cool. Jo. Hallo. Moin. Ich hol die ganz hinten mal ein. Oh, ein heißes Eisen. Jetzt noch nicht gecheckt. Oh, ein Sack. Mein lieber Mann, ey. Fängt ja gut an hier in den ersten 2 Minuten. Ja. Kriegt ja gar kein Damage. Da haben wir ein Kleidchen. So. Da in dem Sack ist. Ey, der 6er Steinschaufel. Na gut, ich habe ja die letzte kaputt gemacht. Und ein bisschen Messing. Level up. Geht's halt. Dankeschön. Habe ich irgendwen übersehen? Nee. So. Okay. Hey. Das war so nicht geplant. Nochmal. Wieder runtergepurzelt. Ja, ich wollte da so schön drüber springen, aber da fehlt ein Block irgendwie. So. Ich wollte nämlich mal kurz gucken, wie sieht denn das so aus mit Stein und Zement? Guck mal, da ist doch ganz viel Zement drin. Und da ist auch relativ viel Stein drin. Wie sieht das so mit Sand aus? Guck mal, ist auch da. Ja, lass doch mal hier in unserem schönen, schicken neuen Zementmischer direkt mal Beton anrühren. So, das kann wieder weg. Und die Steine können da auch wieder rein. So, und dann wollte ich mal kurz Dietriche, genau. Mechanische Teile und geschmiedetes Eisen. Dietriche bauen, oder? Ja, ich mach mal 10 Stück. Ja. So, können wir die im Inventar herstellen? Ne, kannst du nicht. Das wäre ja krass. Hätte ja so können, in der Tasche so ein bisschen zusammengefriemelt. Hätte ja können sein. So, okay. Dann habe ich noch ein einmal Essen. Ohne Schreierin. Oh, ich bin weit weg. Wow. Oh, ich wusste, dass da Hund ist. Der hat schon geschrien. Hat geschrien? Ja, der hat schon gebrüllt. Dumme Kuh. Ich renne noch in den Turm. Kommt auch noch hier hoch. Ja, da liegt doch bestimmt noch die ganzen Frames und dann hat die einen schönen Weg zu dir. Ja. Die hat einen schönen Weg. Naja, nö. Also der Kickback von dem Basie ist schon cool. Oder Knockback, oder wie man das nennt. Keine Ahnung. Arm dran, Arm ab. Hm. Wir haben einen Sack ausgepupst. Ach, hier waren wir ja drin, aber
Oh doch, respawn. Geil. Ich mach mal hier den Waffenladen leer. Du machst den Waffenladen leer? Ja, so ein kleiner ist das aber nur. Ja, macht ja nichts. Obwohl, hä? Ist das nur die Kiste? Eine. Okay. Die Regale füllen sich leider nicht auf. Hm, okay. Eine Kiste hat sich nur wieder gefüllt. Und die Zombies? Ich guck trotzdem mal schnell durch. Warte. Er ist eher ernüchternd. Ja, ich weiß nicht genau, wie das bei dem, wann der Block dann zurückgesetzt wird. Eigentlich alle 10 Tage, ne? Also ein Schrank und eine Kiste war jetzt gefüllt, die Regale sind leer. Okay. Da kam jetzt nichts dazu. Dann soll ich dann jetzt mal zu dir kommen? Wo bist du? Nö, es ist nichts, wirklich was. Ich dachte, du wolltest in die Feuerwache. Achso, ja, in die Feuerwache. Ich bin ein Stück weitergelaufen, also. Warte mal. Muss mal ein paar Zombies killen. Moment. Ja, mach mal. Ich geh zur Feuerwache. Toll, die ist direkt nebenan und ich fahre mit dem Moped hin. Bunkerknacker-Mod. Ist aber leer hier alles, ne? Oh, brennender Schaft-Mod gefunden, Rezept. Gut, cool. Ich ne Eisenrohr. Die Zombies sind wieder da, aber die Kisten sind leer. Ja, ist manchmal irgendwie doof, ne? Achso, in dem Stream heute bei Jonah hat auch einer gesagt, er hat Probleme Wasser zu finden und Jonah meinte, geht irgendwo in ein Haus. Also er hat jetzt hier irgendein POI vorgeschlagen, das habe ich aber mir leider nicht gemerkt. Auf jeden Fall geht in Häuser, falls ihr da auch irgendwie große Probleme habt und lootet Toiletten. Einfach ja, ja. Toiletten. Es ist immer Wasser drin. Das ist der einfachste und auch schnellste Weg, an Wasser zu kommen. Notfalls kann man noch aus dem See trinken. Aber er meinte, das ist so absolut 100% safe, da Wasser zu finden. Ja. Das funktioniert. Das Problem ist halt nur, es muss mal abgekocht werden. Ja. Ja, irgendjemand hat in die Kommentare geschrieben und hat gesagt, ihr könntet doch mal versuchen, hier bei dieser Flamme. Genau, da eine Leiter dran zu setzen, ne? Genau. Hier war nichts mehr. Na gut, eine Bunkerknackermod ist auf jeden Fall somit das Geilste, was ich hier aus dem Laden rausgezogen habe. Oder warte mal. Oh. Nein, ich wollte hier so. Soldatis? Soldatis. Und Piepmatz. Fahrzeuge sind auch leer. Oh, Polizist. Nicht gut. Mann, der hält aber viel aus. Oh oh. Oh oh. Er ist geplatzt. Aber das Gasrohr ist noch ganz. Ach so, der Polizist. Mhm. Oh, hier ist irgendwo eine Tür aufgegangen. Ich stelle mal gerade ein bisschen reparieren hier. Bist du ein bisschen angeknetscht? Ja, das ist ein bisschen hier. Naja, gut. Muss man dann sowieso, wenn man das hier nutzen will. Aua, das war zu nah. Sag mal. Wenn man das hier nutzen will, dann müssen wir das sowieso mit Leitern. Ja, genau, Leitern. Auch meine Idee mit Leitern bauen, so, das war ein guter Tipp in den Kommentaren. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wer es geschrieben hat. Die Wollustige ist, oder so, glaube ich. Na gut.
Aber wenn wir das nutzen wollen hier, dann müssen wir das hier sowieso komplett aufwerten. Dann muss ja eh alles Beton werden dann. Aber ist ja kein Problem, das kann man ja machen. Das ist ja kein Thema. Ich frage mich gerade, obwohl, ne, ich würde dann wahrscheinlich hier alles aus Beton machen. Ist ja dann auch egal. Ach, weißt du, was sein kann? Das kann sein, dass der Loot nicht respawnt, weil das Prefab noch in unserem Dings mit drin steht. Ja. Das könnte sein, dass es damit zusammenhängt. So, okay, das heißt, wir würden, wenn wir jetzt mal sagen, wir machen Leitern. Machen wir mal einfach ein paar. Würde dahin passen. Krieg ich denn hier auch Schaden? Ne, hier kriege ich keinen Schaden. Okay. Da würden Leitern hingehen. Was ist mit dem Jungen? Ich glaube, ich habe nicht seinen Arm abgeschossen, ich habe seinen Kopf getroffen. Ich kann mal was testen. Teste. Es gibt doch hier diese komische Gerüstleiterblock, ne? Yes. Für eine Schlange. Ach so, da kann ich ihn nicht draufsetzen. Dammel! Ja. Der war nicht noch mehr Zombies. Da. Da kann ich ihn auch nicht draufsetzen. Da nicht eigentlich noch einer runter. Ich bin überladen. Ein kleines bisschen überladen. Und hier kriege ich keinen Schaden. Das heißt, man könnte hier theoretisch zumachen. Da liegt noch was. So, und dann müssten die Zombies da so durchlaufen. Also funktionieren tut das. Okay. Wo bist du? Du bist doch hier irgendwo. Ich bin gerade nach Haus, ja. Ich bin leider voll überladen. Ich muss so ein bisschen ausladen. Okay. Und komm dann gleich zu dir und bastel mit. Das muss da noch rein. Messing. Dann hätten wir halt nur jetzt natürlich erstmal einiges zu tun. Und das Problem ist halt, ich weiß halt nicht genau, ob das hier resettet wird, weil die Fahrzeuge sind teilweise resettet, aber der Loot oben ist nicht resettet. I don't know. Hier ist der Loot, das ist auch nicht resettet. Aber das Fahrzeug steht doch. Fahrzeug steht doch genau auf der Kante. Ja gut, ist die Frage, wo das Ding innerhalb der Game Engine vermutlich sein Platzierungszentrum hat. Ne? Wenn das Zentrum von dem Auto zum Platzieren, wenn der Punkt hier vorne liegt, dann ist der natürlich außerhalb. Das ist halt die Frage, wie die Game Engine das dann irgendwie wertet an der Stelle. Ne? Weil eigentlich sind wir hier ja, man sieht ja oben die Grenze, deswegen sind wir ja hier auf jeden Fall noch drin, aber dann müssten ja eigentlich hier die Kisten sind nicht nachgespawnt. Die Loot-Kisten. Aber die hier waren nachgespawnt. Ich koch mal alles wild. Querfeld ein hier. Ja, mach das. Von allem was.
Klasse hier, so abwechslungsreiche, gesunde Ernährung. Ja, das ist ja das Schlimme. Wie jetzt schlimm? Verstehe ich nicht. Ja. Hä? Da sind die Gammeligen-Sandwiches. Achso, Pilze und Gammelfleisch muss man weg. Gammelfleisch, Pilze. Ja, ich hätte das so gemacht. Ja. Ich hau mal die ganze Stahlgeschüsse hier, das ganze Treppengedönse hier raus, mit allem drum und dran. Ich bin sofort da. Federn, das kommt zum Metal. Wieso treffe ich denn... Aha. Steine. Kohlenitrat habe ich nicht. Ach hier, Zement. Cobblestones. Und 8 Jetons habe ich gefunden. Okay. Ich bin jetzt bei dir, oder? Mal drehen, ganz vorsichtig. Ja. Kommen Sie rein. Oh, Dollar, Müll gefunden. Huch, ich habe irgendwie geweckt. Ach hier, warte. Auf dem Hof ist noch jemand. So. Dietriche gefunden. Schön. Der hat die Tür zugemacht. Der Zombie schläft aber. Der hat die Tür zugemacht. Weil man konnte gerade reingucken. Und ich habe bloß den Sound gehört. Lol. Jetzt spukt's hier schon, ey. Hi. Tag. Ja, es gibt Zombies, die können wohl Türen öffnen und schließen. Habe ich auch ja, irgendwie... Aber ich meine, der gepennt, verstehst du? Stand in irgendeinem Kommentar drin. Ja, Das ist halt noch nicht alles so hundertprozentig. Gott, wie creepy. Ja, finde ich auch. Da komme ich jetzt da wie hoch? Außen. Geh mal außen an der Wand entlang. Da ist doch eine Leiter. Hier in dem Hof? Ja, da. Genau da. Hier kommst du die Leiter hoch. Oh, und dann hier hinten. Ja, die haben das Gebäude auch schon ordentlich ein bisschen bearbeitet unten in der Blutnacht, ne? Ja. So, guck mal. Ja. Das ist hier meine Erfindung. Ja. Beziehungsweise so 50% meiner Erfindung. Ja. Also die Wand. Geil, dass das Holz sich brennt. Ja. Die Wand, wenn du da stehst, kriegst du keinen Damage. Da, wo die Wand ist, ne? Obwohl du in der Flamme stehst, du kriegst da keinen Damage. Okay. Das heißt, die könnten hier hochgehen. Die Zombies. Ja. Und dann müsste man halt gucken. Wir könnten sie halt hier einfach wieder runterschubsen, ne? Ja, Schubsi, das wäre geil. Das heißt, wir müssten dann, mach hier mal ein bisschen sauber. Also, ja. Wenn wir hier einen Schubsi hinstellen, der müsste ja dann hier stehen. Der müsste, ja, ich sag mal, hier so stehen, ne, irgendwie so. Dass sie irgendwie auch trotzdem noch vorbeikommen und hier würde ich wie so eine Wand machen oder, keine Ahnung, Gitter oder so. Und dann müssen die halt sich so drumrum schlängeln oder auch nicht. Oder den weglassen. Aber wenn hier ein Zombie auf der Leiter ist, der hochkommt und der läuft hier und der kommt gegen den Schubsi und hinter ihm ist ein Zombie. Ja, da wird der auch weggeschoben, ist ja Kollisionsabfrage. Also normalerweise müssten beide irgendwie wegfliegen oder wenigstens gestört werden, kurz in der Bewegung. Ja, würde es dann nicht mehr Sinn machen, wir machen die Wand hier. Ich nehme die mal weg. Wenn wir die Wand hier hinsetzen würden, so, ne? Ja. So, dass die hier durchlaufen müssen. Wir nehmen das hier auf dem Fußboden hier, das würden wir wegmachen. Hier. Ja. Dass das Loch hier größer wird. Und stellen den Schubsi hier hin, sodass der die immer nach unten schubst. Dass die auf jeden Fall einfach runtergeschmissen werden. Ja, ich hoffe nur, dass die wirklich dann auch dieses kleine Stück, was denen hier bleibt,
Weil der hat ja, ich weiß nicht, ob die drumherum gehen können, wenn er hier ungefähr steht, dass sie dann auch noch da lang gehen können. Weißt du nicht, dass das so ein, dass der Weg dann irgendwie versperrt ist. Also da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ich habe so ein, also das, was Jonah da gebaut hat, das war ein, warte, ein, kann ich das kurz zeigen? Warte mal. R. Sekunde, der hat das so gebaut. Ist die Frage, ob das geht. Na. Ungefähr so einen Block. Nee. Warte mal kurz, gib mir eine Sekunde. Ich suche mal gerade was durch. Oh, das gibt irgendwie gefühlt 1.030.000 Blöcke. Ja. Oh, fuck. Es war auf jeden Fall was spitz zulaufendes, aber keine, also wie so eine gigantische Pfeilspitze, sag ich mal. Und da dran hat der eine dünne Stange gemacht und die wollten alle drüber laufen. Ja, ich weiß, was du meinst. Er hat so eine umgedrehte Pfeilspitze gebaut und dann an die Spitze eine Stange in der Mitte. Ja, dass du sowas, also die, ich sag mal in Anführungsstrichen, denen die Möglichkeit geben würdest, rüberzukommen, aber im Endeffekt kommen sie nicht rüber. Ja, ja. Das würde ich machen. Weißt du, die verarschen. Aber das so bauen, dass es schon erschwert ist, dass die rüberkommen, das glaube ich, könnte schief gehen. Nicht, dass die versuchen, wirklich nur die Wände kaputt zu machen und nicht hochkommen. Und, ja, die können ja hochkommen, wenn wir das Ding hier aus Eisen machen, die doppelte Leiter hier. Und dann hier, ja, ins, hier, wo das Fenster ist, den Schubsi hinstellen. Ja, okay. Oder okay, vielleicht sogar hier hinstellen. Ja. Nach außen. Aber zu dir schubsen. Ja, quasi. Genau, dass die, ja, wenn die hochkommen, okay. Na, so das geschubst werden. Okay, dann machen wir das. Dann machen wir jetzt erstmal die Wand hier kaputt. Ja, lass mal den, einfach mal den Block da rausnehmen. Hätten wir nicht sogar zwei Schubsis? Ich glaube ja. Oder kann ich einen? Nee, ich kann, glaube ich, keinen bauen. Ne? Jetzt wollte ich schon nach Schubsi suchen. Ne? Wie heißt das Ding? Robotikhammer. Robotikhammer. Robotik. Robotik. Geschütztor, Munition. Oder nach Hammer suchen? Nee, kann ich noch nicht bauen. Ich glaube, der war auch ganz, ganz weit am Ende. Ja, weil das so imbar ist. Der ist halt geil. Da brauche ich 39 Punkte für. Nee, Quatsch. Warte. Da brauche ich 11 Punkte. Ich brauche noch 2 Magazine, dann kann ich den bauen. So. Lol. Leider habe ich keins gefunden. Ja, ich hole unseren Bird mal. Das finden wir schon irgendwann. Kannst du ein bisschen Bird Beton mitbringen? Der ist ein bisschen Zementmischer, der steht unter der Treppe. Ja. Das wäre toll. Ich düse heim. Cobblestones auch? Ja, brauchen wir wahrscheinlich auch, ja. Cobblestones auch. Ups, okay. Habe ich nicht eben noch welche gesehen? Da. Und unter der Treppe steht ein Betonmischer. Der dreht sich sogar. Hat er sich vorher auch gedreht? Nein. Geil. Das ist ja cool. Wusste ich gar nicht. Nicht drauf geachtet eben. Sieht cool aus. Ups. Achso, das sind jetzt nicht so viele. Achso, Ja. Den Clown haben wir vielleicht auch noch dann zum Aufwerten. Den gehst ein bisschen schneller. Den Clown haben wir, ja. Da. Dann sollen wir vielleicht. Das kann ja weg. Na, ich baue mal hier draußen was dran. Dass man hier erstmal grob stehen kann. So, da sind noch Nägel, die brauche ich nicht. Und das schmeiß ich weg. So, jetzt kommen wir mal zurück. Ja. Achso, Clownhammer. Halt. Ja, wenn nicht, ist nicht so schlimm. Geht halt. Ich war ja noch auf der Treppe. Geht ja nur dann mit dem Aufwerten ein bisschen schneller. Da ist er. Müssen dann auf jeden Fall einiges hier drin abstützen, ne? Wenn wir jetzt anfangen hier rumzubasteln und zu bauen. Kein Bock, dass mir irgendwann hier
das Dach auf den Kopf fällt. Müssen wir die ein oder andere Wand von unten bis ganz oben und das Dach durchziehen, dass wir hier ein bisschen mehr tragende Wände drin haben. So, jetzt gebe ich dir erstmal den, das, das, das. So, mehr habe ich nicht. Achso. Und den Schubsi. Warte, ich stell den mal auf. Also. Alles rot, alles rot, alles rot, alles rot. Nee, mag er nicht. Warte, grün. Warte. So. Da ist grün. Alles andere kannst ist rot. Kannst du den programmieren, den Schubsi? Programmieren? Ja, nein. Kann man den Schubsturm programmieren, dass der auch Freunde trifft? Kann man nicht, ne? Das geht nur mit Geschützturmen und so, ne? Ja. Ich kann den nur aufheben, aber sonst kannst du damit nichts machen. Das heißt, wir bräuchten einen Versuchskanickel. Ja. Das ist richtig. Stimmt. Was positiv ist, es wird auch langsam dunkel. Also eventuell kommen sowieso bald ein paar. Jetzt wollen wir mal einen Zombie. Braucht es keine Sau da. Ja, Mann. Aber echt. Warte mal, hier ist bestimmt einer. Ja, hier im Buddy's Grand müsste eigentlich auch einer so rum. Hab einen. Hallo. Umlegen. Von der Seite einfach angeboxt so. Ey, komm hin. Ich hab keine Waffe mehr, ich hab ihn wirklich angeboxt. Los, komm mit. Ach, hier warst du looten. Okay. Moment, wir sind unterwegs. Ah ja. Nee, da war ich lange nicht drin in dem Gebäude. Ich war eben ein Stück weiter die Straße runter und dann rechts. So, wir kommen jetzt wie hoch? Über die Leiter. Nee, nicht über die Leiter. Wir framen uns einfach gerade hier irgendwo hoch. Stellen wir uns einfach was hier hin. Ich frame mich hier hoch. Okay, jetzt wieder zu dir. Das ist gut. Was macht er? Er haut auf die Frames ein. Interessant. Na, ein bisschen schwierig, den jetzt da rum zu kiten, ne? Ja, weil wo muss der durch? Der müsste hier auf der Rückseite durch das Garagentor laufen. Warte, ich buxiere ihn mal zur Rückseite. Vielleicht kannst du mal mit ihm durchs Gebäude latschen. Wenn ich ihn dann anschieße, müsste er mir mich verfolgen. Ja. Hallo. Vorausgesetzt, ich sehe ihn. Da ist er doch. Warte, ich schieße ihn an. Oh, daneben. Mhm. So, jetzt habe ich ihn getroffen. Komm mal, stell dich mal. Ja, ja, ja. Genau. So, er brennt. Er brennt. Er ist gelöscht. Und schubst ihn wieder runter. Okay, wir brauchen aber noch einen einfachen Weg, um hochzukommen. Ja. Also um dahin zu kommen. So, er brennt wieder. Ja gut, jetzt latscht er da auf die Wand. Das wird er später nicht mehr können. So, jetzt kommt er wieder hoch. Ich höre es ja nur. Wir will ihn jetzt nicht ablegen. Das funktioniert gut. Das kann man so machen. Okay, dann machen wir das jetzt so. Wir machen einen einfacheren Weg. Ja, dass die auch wirklich hier durch können. Genau. Und das hat er ja nicht gecheckt. Der hat ja auf deine Blöcke, die du dich hochgeframed hast, da, die hat er drauf eingeklöppelt, weil das bringt ja auch nichts. Er wäre nie zu dir gekommen, weißt du? Okay. Richtig. Ach, hier ist eine Wand, ne? Hier unten drunter ist die Wand schon. Ja, okay, alles klar. Das heißt, dann müssen wir das hier ein bisschen. Wie machen wir das? Wie machen wir das denn?
Ah, ist das Feuer jetzt aus? Was? Ja. Geil. Hast du das aktiviert? Ups. Das geht nicht mehr an. Ups. Huch. Ich wusste nicht, welcher Hebel das ist. Oh. Ja, das war's hier mit unserer Feralbase. Das kriegst du nicht mehr eingeschaltet. Echt nicht? Nie wieder nicht? Nee, kriegst nicht eingeschaltet. Oh nein. Echt nicht. Ja. Oh nein. Oh. Jule legt den Schalter um. Geil. Entschuldigung. Wieso kriegt man das nicht mehr eingeschaltet? Weil es nicht geht. Tut mir leid. Ich wusste das nicht. Ich find's lustig. Er macht ja nichts. Ist ja nicht schlimm. Dann komm mal hoch und hol deinen Robotikhammer da oben wieder runter, weil den brauchen wir da jetzt nicht mehr. Oh, Entschuldigung. Also ich wüsste jedenfalls nicht, wie man das, hier den Schalter, ja, wie man den wieder einschalten kann. Das kann wahrscheinlich den Poi resetten oder so irgendwie, aber egal. Ist nicht schlimm. Wir werden schon noch was anderes finden. Also was ich mir auch überlegt hatte, rein theoretisch, wenn wir ein Lagerfeuer bauen, ne? Ja. So, wenn ich hier jetzt so, pass auf, ich stelle mal hier ein Lagerfeuer hin. So. Und wir zünden das Ding an. Wenn ich da jetzt drüber gehe, passiert nichts. Wenn ich da drauf stelle, passiert auch nichts. Wieso brenne ich nicht, wenn ich mich auf ein Lagerfeuer stelle? Du brennst nur bei diesem anderen komischen Lagerfeuer. Was so, was nur noch Glut hat. Ist das nicht hier ums Eck so ein Ding? Ja, hier. Hä? Ich hab's jetzt mal gebrannt. Jo, jetzt brenne ich. Huch, das war mein Mikro. Da habe ich gerade drauf gehauen. Wenn du dich da drauf stellst und drauf haust, du brennst. Das ist das Einzige, was mir einfällt. Drauf gehauen. Jo. Aber nur ganz kurz. Okay. Ja, das heißt, wir müssen uns ein neues Gebäude suchen für eine Feralbase. Aber wir hatten noch mal so eins gesehen, ich weiß das. So, Flamme. Mist. Ich wüsste jetzt nicht auswendig, wo. Keine Ahnung. Ah, wenn ich drauf haue aufs Feuer. Ja, gut, aber das ganz kurz. Das geht ja direkt kaputt auch, ne? Wenn die Zombies da draufkloppen. Ja. Naja, gut, dann müssen wir halt ein bisschen auf Tour gehen jetzt. Toll, Jule hat's verkackt. Total verkackt. Okay. Draußen fuhr gerade ein Motorrad vorbei. Ja, ja. Polizeistation. Was ist denn hiermit? Was denn? Hier da war ich gerade drin. Achso. Aber nicht hier in der Seite. Warte mal, hier in der Seite. Hier noch was? Ja. Guten Tag! Hier in dem, in dem Küchenladen hier, da könnte eventuell auch sowas drin sein. Ich geh jetzt mal hier reingucken. Kaum habe ich Dietriche hergestellt, finde ich welche. Messer im Klo gefunden. Nix. Was ist, so ein was ist denn heute los hier mit den Motorrädern, ey? Ist ja schlimm. Ah, die eine Straße ist immer noch gesperrt, da müssen die halt hier lang fahren. Aber man hört es nur bei dir und dann dadurch, dass der Teamspeak angeht, in meinem Mikro doch. Oh, was in meinem Moped hier? Ich habe
ein Dietrich noch übrig für dich, falls du den haben möchtest. Nö, brauch keinen Dietrich gerade. Normale Wohnhäuser. Ich fahr mal kurz ums Eck hier. Also hier scheint es das auch nicht zu geben. Da steht nur eine olle Werkbank rum. Hey, 6er Steinschaufel gefunden. Die zweite schon. Cool. Ich glaube, oben war immer relativ viel zu looten. Nioiden. Ups, das war Stacheldraht. Meter ist hier der... Upsala. Der Loot. Da fahr ich mal schnell hin. 400 Meter. Ja, den Airdrop oder was? Ja. Mach mal. Die haben wir auch schon mal eine Base drauf gehabt auf dem Teil hier. Okay. In irgendeinem Privatspielstand hat man mal hier drauf unsere Base gebaut. Kann ich mich noch dran erinnern. So viele Privatspielstände schon angefangen. Das ist unglaublich. Dadurch, dass es ja, stimmt, wir hatten ja auch ganz oft, weil wir zwischen Köln und Halle hin und her gependelt sind, hatten wir dann immer andere Spielstände auch. Genau. Ja. Ich hab Wüste gefunden. Ja, Wüste gibt's auch ein bisschen mehr hier in dem Level. Waren wir hier schon mal in der Wüste? Ich wüsste es gar nicht. Weiß ich jetzt auch nicht auswendig. Ah, ich guck mal in die Kiste, was da so schön ist drin ist. Selbst mal gebautes Maschinengewehr Stufe 5 kann ich jetzt bauen. Cool. 9 mm 49 Schuss, ein Tierchen, ein Gemüseeintopf, Reiher Bücherpaket und Fertigungszeitschriftenpaket. Ja, okay. Cool. So, ja, jetzt ist die Frage, wo finden wir jetzt noch so ein Gebäude? Ja, ich würde jetzt gucken, dass ich nochmal so eine Feuerwehrstation finde. Es ist ja auch noch die eine Stadt 1 Kilometer weiter entfernt, die ist ja noch größer. Das stimmt, da ja. Da hatten wir, glaube ich, so ein Ding nochmal gesehen. Ja, sie gibt's, also es gibt hier bestimmt auch noch welche. Aber die sind halt auch neu, ich weiß auch nicht auswendig, in welchem Gebäude sowas drin ist. Also noch nicht. Feuerwache kann man sich ja einfach merken. Dann, ja, soll man dann leer machen und in der nächsten Folge einfach mal versuchen, in die andere Stadt zu fahren. Hier ist ein riesen Armeecamp mit ganz vielen gelben Zelten. Das ist echt groß. So, sag schon Hesco-Zelte, also wo die Infizierten sind. Ja, Biohazard, Checkpoint, wow, mit riesen Tor und allem. Ich guck da gleich mal rein. Komisch, ich habe hier eine Werkbank zerlegt, da kommt gar nichts raus, außer Scrap-Eisen. Hä? Check-in, Checkpoint. Wow, das ist riesig. Aus dem Generator kommt doch nichts raus. Ja, gut. Nee, aus dem Generator kommt nicht wirklich was raus. Kreistischsäge und sowas. Oder Automaten auf jeden Fall. Und auch manchmal aus Hydranten zum Beispiel. Okay. 2 4er Steinschaufeln jetzt gefunden. Danke. Wolltest du nicht zum Airdrop? War ich schon, Hase. Wieso hängt hängt der Airdrop bei mir in der Luft? Weiß ich nicht. Oh, Soldati gefunden. Interessant. Ich fahr mal darüber. Ach, die springen hier runter. Das hab ich gar nicht gecheckt. Ich hab da oben bloß einen Schatten gesehen. Ich komm mal rüber in deine Richtung gefahren. Bei mir hängt der Airdrop im Himmel.
Nee, den habe ich gelootet. Dann ist vielleicht noch... Ach doch, da ist noch einer im Himmel. Ja, 230 Meter. Das ist ein anderer. So. Das ist ein anderer. Tier 6 Airdrop oder was. Musst du fliegen können für. Kannst du nur einen Gyrokopter einsammeln. Ja. Irgend sowas. Oder bleiben die Airdrops so lange im Himmel hängen, bis man da in die Nähe kommt und dann fallen die erst runter? Keine Ahnung. Aber hier mal schnell Krams. Uns liegt hier nichts, außer noch einiges zum Zerlegen. Okay. Kann es sein, dass der Airdrop hier am Baum hängt? Möglich. Mal ein Bild. Checkpoint. Ne, jetzt fällt er runter. Tatsache. Die bleiben im Himmel hängen, bis man da hinkommt. Und dann fällt er runter. Komischer Airdrops. Habe ich so auch noch nie erlebt. Was haben wir denn hier Schönes? Einmal Forger Headbook, ein Messbecher, ein Honig. Ein Stoffrüstungspaket und ein Fertigungsfertigkeit-Zeitschriftenpaket. Ey, sag mal. Gut. Na, dann fahr ich mal nach Hause, wa? Hallo? Ja, ich hab ein bisschen zu tun. Komm doch einfach her, wenn du magst. Ja. Ja, ich höre dich dann nicht, wenn die hier so rumschreien. Alles gut. Mach, wie du denkst. Oh, ein Säckelchen. Noch ein Auto und da auch. Ach, hier bist du. Weil hier bei diesem Checkpoint. Ja, ja. Ich hole mir das eine Auto noch. Checkpoint Charlie oder was? Nee, Checkpoint Charlie ist es jetzt nicht. Ich habe Rüstung gefunden. Ich bringe noch jemanden zum Spielen mit, der verfolgt mich gerade. So. Wen denn? Ich hätte im Angebot eine grüne Alteisenschienen oder Alteisenhandschuhe grün. Ich habe schon Stufe 6 Alteisenhandschuhe und ich habe Stufe 6 Alteisenstiefel an. Oh, okay. Ich hätte hier ein Magazin für dich und eine 6er Schaufel. 6er Schaufel habe ich schon lange, habe ich schon mal gefunden. Ich habe das für dich und das und das. Muss man was wegwerfen. Ja, ich bin komplett voll. Also ich muss lad doch was in deinem Moped. Nee, ich fahr jetzt nach Hause und lad alles gemütlich leer. Okay. Und dann können wir in der nächsten Folge ja in die andere Stadt fahren, wenn du magst. Zu dem anderen Händler. Ja, okay. Dann in die andere Stadt. Alles klar. Gut, so machen wir das. Okay, dann... Ach, hier, guck mal, hier brennt's. Hier brennt's. Vielleicht müssen wir was im Dunkeln suchen. Das wäre vielleicht besser. Wir können es auf jeden Fall mal angucken. Ich markiere das mal gerade. Hier brennt's. Brennendes Haus. So, okay. Dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge nochmal wieder. Das ist so der Plan. Dankeschön. Macht's gut. Macht's gut. Bis denn. Tschüss. Tschüss.